Gibt es eine Verbindung zwischen dem absoluten und dem relativen Leben des Körpers? Es gibt keine Verbindung, aber das absolute Leben drückt sich als relatives Leben aus. Es gibt also keine Verbindung, sondern auch das Relative ist in sich absolut. Aber es gibt keine Verbindung. Das relative Leben ist ein Ausdruck des absoluten Lebens. Und die ganzen Techniken zum Beispiel, um das relative Leben zu verbessern, haben dann auch einen absoluten Sinn, weil es... Sie sind ein Aspekt des Ausdrucks dessen, was sich ausdrückt. Also die Wirklichkeit, die sich in auch im Relativen verwirklicht. Aber die Relativität ist deshalb nicht die Wirklichkeit, sondern die Relativität ist ein Ausdruck dieser Wirklichkeit. Also die Verwirklichung dessen, was Wirklichkeit ist. Aber du kannst nicht sagen, dass die Wirklichkeit deshalb relativ wäre. Genauso wenig kannst du sagen, dass sie einheitlich ist. Du kannst nicht irgendeine Idee oder eine Definition für die Wirklichkeit finden. Und doch ist jede Definition und jeder Ausdruck eine Verwirklichung der Wirklichkeit. Und doch kannst du in der Verwirklichung nicht die Wirklichkeit finden. Ich überlege halt gerade, wenn viele Lehrer zum Beispiel lassen sich ja auf diese relative Ebene eher ein, als du das jetzt machst. Du verweist immer auf das, was man nicht beschreiben kann. Aber es gibt ja viele, die sagen, okay, also zum Beispiel, wenn ich frage, was ist eine angemessene Handlung? Da würdest du sagen, wahrscheinlich... Jedwillige Handlung ist angemessen, dem Umstand angemessen. Weil der Umstand bestimmt jedwillige Handlung. Also die Totalität des Umstandes bestimmt jede Art und Weise der Handlung und ist deshalb immer dem angemessen, was der absolute Umstand ist. Es gibt keine Unangemessenheit. Ja, aber du bist doch in diesem Paradox von freier Entscheidung und so bist du doch auch immer drin. Nein, auch die Erfahrung von freier Entscheidung ist ein Aspekt der Verwirklichung. Und doch gibt es keinen, der diese freie Entscheidung hat. Und doch wird sie als freie Entscheidung wahrgenommen. Ja gut, das weiß ich ja, aber trotzdem habe ich das blöde Ding, dass ich dann ständig überlege, was ist jetzt besser. Ja, auch das gehört dazu. Es kommt aus der gleichen Quelle wie alles andere. Du kannst nicht also, wollen... Drumherum denken ist dann auch in Ordnung. Es gibt nichts, was nicht in Ordnung wäre, sonst wäre es nicht.